Ah, Peru. Ist schon lange her, dass ich hier war. Na, dann wird's ja Zeit, dass du mal wieder hier bist. So, willkommen zurück zu Indiana Jones und der Turm von Babel. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel ja quasi schon beendet. Aber wie gesagt, kommt jetzt hier noch ein kleines Schmankerl, ne? Ein Bonuslevel. Na, machst du einen Abgang. Genau. Das heißt, zurück nach Peru oder was weiß ich, wie das heißt, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Finde ich eigentlich ganz nice, dass sie hier einfach noch so ein Bonuslevel reinhauen. Ein Fluss. Ein Fluss. Damit die Reise noch nicht ganz so schnell vorbei ist. Ja. Spiel ist so gut wie durchgespielt. Also die Hauptstoryline quasi haben wir ja schon. Letzte Folge haben wir ja diesen Marduk besiegt. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg hinein. Oh, okay. Ah, er will da also rein. Gut zu wissen. Genau, wir haben Marduk besiegt. Die Folge ist, glaube ich, ja, die ist gerade am Hochladen. Passt schön am Sonntag. Kommt die finale Folge quasi. Will auch nicht ganz final, weil dann noch das Bonuslevel, aber das, das jetzt mal so dahingestellt. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns für ein letztes Level mit Dr. Jones ins Abenteuer. Auch gleich von der Schlange begrüßt. Heilkräuter. Kann ich da rein? Oh ja, Heilkräuter, ey. Oh, what the f... Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Wir haben auch noch das. Okay. Irgendwie haben wir jetzt hier Erste-Hilfe-Paket, 18 Stück Verbandskasten, 18 Heilkräuter, 87. Also entweder ist da irgendwas kaputt gegangen oder die geben einem einfach so viel. Oh. Oh. Was zur Hölle? Oh shit. Okay. Ja, es scheint so, das ist da ganz. Ja, da kann ich mich einmal richtig austoben. Oh, oh, das ist heftig. Nein, noch nicht. Ja, tut mir leid. Aber er will nicht Auto fahren. Ja, das ist aber... Was ist das jetzt? Etwas Benzin. Okay, den Benzin kann ich dann nehmen damit. Was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ne? Wir haben dieses Artefakt aus einer anderen... Aber eine größere Reparatur, also haben wir nur eins. Na egal. Wir haben dieses Artefakt aus einer anderen Dimension, ne? Was wir da mitgenommen haben, um diesen Kontakt da zur diesseitigen Welt herzustellen. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen anderen Artefakten? Also mit den vier anderen? Mit, boah, kriege ich es noch auf die Reihe? Urgons Artefakt, war das, um die Wände zu zerstören? Taklit war das zweite, womit man sich unsichtbar machen kann. Das dritte war Aserims, wo man schweben konnte. Und das vierte war Noobs, wo quasi wie eine Batterie war. Ich will nichts sagen, aber der hat die in diesem Teil eingesetzt, da in Babylon. Und theoretisch könnte man die doch noch super benutzen, oder? Ich glaube ja nicht, dass die irgendwie kaputt gegangen sind. Oder sind die irgendwie kaputt? Sind die kaputt? Ah, obwohl. Als wir da im Ethereum waren, ist das ja alles zusammengibt. Jawohl. Ja doch, das ist schon in Babylon zusammengestürzt. Aber trotzdem müsste man das ja dann irgendwie ausgraben können, ich meine. Wer würde nicht gerne Artefakte haben, um sich unsichtbar machen zu können? Das wäre schon ziemlich nützlich manchmal. Hey, ich will hier noch nicht weg. Fährst du bitte rückwärts? Rückwärts bitte. Oh, verdammt.
Vorwärts, jetzt vorwärts. Ist da was? Ja, da ist was. Ich will. Nein, ja, 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 ja. Oh, puh, geschafft. So, was ist das denn hier? Da gibt's bestimmt irgendwas zu holen. Schätze, müsste ich eigentlich jetzt auch keine mehr sammeln. Ich habe eh von allem so viel. Dass das vollkommen egal ist. So, hier ist eine Leiter. Die Leiter hochklettern. Aha. Ich verstehe. Wir sind ja jetzt schon eingespielt, was das hier geht. Da ist das Erkennen von sowas nicht mehr allzu schwer und geschafft im ersten Mal. Ja, ich bin jetzt hier voll der Pro. Was haben wir denn hier? Heilkräuter. Ach, guck mal. Bei so viel Munition ist es auch kein Problem, die Schlange mal mit der MP zu erledigen. So, ich schätze, nehmen wir natürlich was trotzdem mit. Eine Statue. Auch wenn es so fürs Ego ist, damit ich alle gefunden habe. Habe ich ja in den letzten Leveln eh schon nicht mehr so. Ah, die müsste ich eigentlich nochmal. Oh Mann. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass das jetzt vorbei ist. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich durchaus schade, weil das Spiel hat mir einfach echt Maus Spaß gemacht, da nochmal das wieder zu spielen. Auch wenn es so alt ist, aber. Heißt nicht so Old But Gold oder irgendwie so? Keine Ahnung. Aber hat mir durchaus Mordspaß gemacht, und jetzt auch hier mit dem Aufnehmen und so. Ich hoffe mal, euch hat es genauso gefallen, dieses Abenteuer quasi. Durch die verschiedensten Winkel der Erde. Sind wir gekommen? Was? Der eine Stein war auch. Ja, irgendwie hat das aufgehört zu dingsen. Warum? Ach so, weil ich nicht mehr auf dem Wildwasserfluss bin oder was? Das ist aber auch komisch. Ich mag diese Indiana Jones Musik. Ich meine, da kommt man hier in so ein Stück Dschungel mit so einem komischen Eingang und dann spielt so eine Musik. Ja, das gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut. Der Felsen blockiert immer noch den Ausgang. Ich hatte Glück, dass ich lebend da rausgekommen bin. Warte mal! Ups, das war jetzt vielleicht ein bisschen laut, aber mir ist hier gerade. Ist das hier an den ersten Film angelehnt? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wer gerade sagte, der Felsen blockiert immer noch den Ausgang oder Eingang? Ist ja egal, auf jeden Fall die Tür hier. Ist das vielleicht aus dem ersten Teil? Weil im ersten Teil ist ja auch hier also da in diesem Urwald. Ich glaube, das ist sogar Peru, oder? Weiß es gar nicht, aber da rennt er ja auch von der Steinkugel weg, ne? Boah, das wäre. Okay, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das wäre aber verdammt cool, ey. Ha. Piranhas sind auch am Start. Okay, das ist jetzt hier nicht allzu verwunderlich. Hier irgendwo. Nee. Ich komme hier nirgendwo raus. Oder?
Das ist irgend so ein Loch. Okay, dann ist hier schon mal falsch. Warte mal, geht's da rechts auch noch? Ne, da ist alles gut. Okay, dann schwimme ich mal hier noch rein. Ah, hier. Moment. Ah ja, hier kann ich hier nicht raus. Das ist. Ah, okay, hier kann ich rüberspringen. Kann ich da auch rüber? Moment mal. Was ist denn das jetzt hier? Da kann ich hoch. Ich probiere erstmal darüber zu springen. Okay, das war kein Problem. Dann geht's hier hoch. Oh, ich höre schon wieder was krabbeln. Ich höre schon wieder krabbeln. Oh! Aha! Was ist da noch? Das sieht so komisch aus. Komm ich da? Ah ja, okay, ich komme da wieder hoch, alles klar. Das funktioniert doch. Ach man, ich will auch mal irgendwo im Dschungel so eine alte Stätte der Mayas oder sonst irgendwas finden. Das ist bestimmt voll cool, wenn man da so ist und da war seit 200 Jahren nie kein Mensch mehr. Alles zugewachsen. Ach du Scheiße. Nein, nicht die Machete. Machete ist nicht gut. Okay, die waren jetzt aber mal richtig nubige. So, wo bin ich jetzt hier? Ach. Warte mal, ist das hier? Ah ja. Das ist gerade das. Das ist die Stelle, wo wir gerade unten waren und ja, wo wir halt gerade eben noch waren. Erkennt man bestimmt. Aber gut, dann hat sich das hier erledigt. Dann bin ich mit meiner ja, da kann ich noch runter. Dann bin ich mit meiner Vermutung doch richtig gelegen, weil es gab ja, das sieht man ja gleich, zwei Eingänge hier, einen zugewachsenen und einen nicht zugewachsenen. Und ich dachte mir schon, dass hinter dem zugewachsenen wahrscheinlich irgendein Schatz liegt. Oh, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Das ist voll verwinkelt hier. Oder. Ah, oh, Hilfe! Nein, nein! Oh, Alter! Okay, einer weniger. Ja, komm her. Ja, komm! You're fine, you're fine. So ein bisschen Fisch. So, mal schnell Luft holen. Wieder ein Kollege von denen weniger. Aha. Okay. Nee, das mache ich noch nicht. Ich will erstmal noch gucken, was hier unten noch so alles ist, weil da ging es nämlich noch weiter. Boah, Alter, ist das dunkel hier. Ja, WTF, was ist... Alter, ist das dunkel. Ja, Hilfe. Hier ist auch irgendwie so eine Strömung. Ey, what the... was ist das denn? Steig doch aus dem Wasser raus. Ey, was... What the... Alter. Hilfe. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht gemacht aus, dieser Strudel.
Ja, okay, bei näherer Betrachtung vielleicht doch nicht so toll. Aber so mal nur schnell so hingeguckt, sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist das denn? Ja, super. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Muss ich vielleicht in das Ding rein? Ich weiß nicht, ob ich da. Nee, da kann ich auf keinen Fall. Nee, das geht nicht. Da kann ich auf jeden Fall nicht zurückschwimmen. Warte mal, kann ich das Ding hier vielleicht schieben? Ah, ja. Eigentlich war mein erster Gedanke, ich pack da mal eine Granate oder eine Sprengladung rein. Oha, das geht aber schnell. Okay. Kann ich hier einfach mit nach oben schwimmen? Guck mal, da ist irgendwas. Ja, natürlich. Ja, und dann hört es auf einmal auf. Okay, ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass ich da unten einiges verpasst habe. Das ist hier aber auch verwirrend alles hier. Ich hab keine Ahnung, wo ich da als erstes hingehen soll. Alter. Moment. Moment. Das ist der Tempel aus dem ersten Teil, ne? Da wo er da hinten müsste dann dieses Podest mit der Statue sein. Ich speichere mal schnell, weil theoretisch. Ja, tatsächlich. Oh, ist das geil, ist das. Oh, ist das cool. Das ist echt. Das. Oh, puh. Das ist echt verdammt cool. Ja, hier ist das Podest mit der Statue. Aua. Ich hatte die Statue in meiner Hand. Ja, sag es nicht. Wieso hast du es dann nicht behalten? Na gut, waren ja niedrige Umstände, die es leider nicht möglich machten, die zu behalten. Was ist das denn jetzt hier? Ein Schlüsselloch. Da ist ein Schlüsselloch. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Okay. Das könnte wichtig sein. Also gefunden haben wir ja noch gar nichts, ne? Nee. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich kann nicht nach oben gucken. Wieso kann ich denn nicht nach oben gucken? Na jetzt. Nichts, an dem ich hochklettern könnte. Ich kann mich mit der Peitsche schlecht an Lichtstrahlen hängen. Ja, das funktioniert eher weniger, glaube ich. Das heißt, hier ist auch nichts. Okay. Warte mal. Der rennt doch da am Ende einfach nur noch durch. Funktioniert das hier auch? Ja, so halb. Ach, das. Ah! Dann ist das hier diese Grube, wo er sich auf der Flucht gerade noch so an so eine Liane hängen kann, ne? Ja, genau. Oh, ist das. Diese Falle kommt mir bekannt vor. Armer alter Forrestal.
Oh, ist das cool, ist das cool. Das ist ich muss einfach, ich muss. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, was ich jetzt tue. Ja, da hängt sogar einer dran. das ist der Typ, dieser komische Indio, der uns da davon gerannt ist und... Oh, ist das cool. Kann man den... Ja, da sieht man den. Alter. Aha. Und hier ist das Ding mit der... Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das musste jetzt kommen. Ich meine, das konnte ja jetzt nicht anders sein. Ich baller da jetzt einfach mal ein bisschen rum, wir haben's ja. Oh, und hier ist der Stein. Ist klar, dann geht's da unten rein. Ach, guck mal, da ist der Schlüssel. Was haben wir denn hier? Ein seltsamer Schlüssel. Oh, das ist echt verdammt cool. Da bekomme ich jetzt schon wieder richtig Lust, die Indiana Jones Filme anzuschauen, verdammt. Tja. Genau, der Schlüssel, das war da drüben. Oh, ich habe da unten bestimmt so viel verpasst. Mann. Wo wir gerade bei Verpassen sind, ich werde die Folge jetzt hier gleich beenden. Dürfte jetzt auch schon wieder 20 Minuten lang gehen oder so. Aber genau, bei Verpassen. Ich habe im letzten Level Meterium. Da war ja ganz am Anfang, kurz nachdem wir dieses Artefakt gefunden haben, dieses hier, da konnte man ja diese Dimensionstüren öffnen. Ne? Und das war ja dieses Ethereum am Anfang war ja in so einem Viereck angeordnet quasi. Und ich bin ja in einen von diesen Ethereumsarmen reingegangen und konnte da dann eben das Artefakt finden. Dann bin ich in einen weiter rechts, oder einmal um das Viereck rum quasi, auf die andere Seite. Und da bin ich ja dann hier in das Gebiet von Tian Shan Fluss gekommen. Und da ging es ja dann gleich weiter in den anderen Raum. Wo es dann... War das schon der Raum mit Marduk? Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Ja, auf was ich hinaus will, da gab es noch... Weil... vier Seiten. Da gab es noch zwei Seiten, die ich dann nicht gezeigt habe, beziehungsweise wo ich nicht drin war. Und ich glaube, das sind auch nochmal Teile von dieser Welt hier halt drin gewesen, wo ich auch noch hätte öffnen können. Ich weiß nicht, vielleicht von der Lagune oder so, oder vom... Nee, Babylon kam später alles. Was könnte denn noch alle... Ja, oder aus Teotihuacan oder so, irgendwie sowas. War da bestimmt noch... Vielleicht mache ich noch ein Video und zeige das noch schnell. Und wenn ich dann dabei bin, kann ich eigentlich... Falls ich da wirklich nicht mehr runterkomme, jetzt wo ich hier schon bin, kann ich ja auch noch dann bis da unten nochmal spielen und das dann zeigen. Weil ich glaube schon, dass ich da jetzt ein bisschen was verpasst habe. Vor allem Schätze wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Muss ich mir dann nochmal anschauen. Aber gut, dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge einfach mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Könnt mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Boah, das ist... Ich weiß nicht, wie lange das Level noch geht, aber es könnte das letzte Mal sein, dass ich das sage. Aber so ist es. Bis zur nächsten Folge von Indiana Jones und der Turm von Babel. Bis dann. Tschüss.